Herr aller Zeiten,
dog for the day moon comes to auf die Erde, sei ich vor den Liebe. Oh, ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du bist mein Gott, denn du allein bist herrlich und du allein bist wertig, du nur bist vollkommen gesonnen. Getragen hast, Herr, nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Oh, ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will Nur das Blut des Lammes.
says, yeah, you so. Oh, curiously, his deep flutes marked Harlan, shattered girl, yeah, minor, say the roots, oh, Indian blue does not as, yeah, so, Indian blue does not. Das war direkt am Anfang. Hand mir Gott dem höchsten Herrn. Du brauchst verborgen in der Schöpfung. Und du Christus nun zu sehen. Oh, wie schön dieser Name ist. Oh, wie schön dieser Name. Der Name Jesus Christus, Herr. Oh, wie schön dieser Name ist, der unvergleichbar ist. Oh, wie schön dieser Name ist, der Name Jesus. So praktisch du, Jesus, in Herrn. Der Schuh der größten Liebe größer, nichts denn uns jemals von dir. Oh, wie herrlich der Name ist, oh, wie herrlich der Name ist, der Name. Jesus Christus, Herr. Oh, wie herrlich der Name ist, der unvergleichbar ist. Oh, wie herrlich der Name ist, der Name Jesus. Der Tod hat verloren, so dessen der Vorhang, Sünde und Grab. Schweigen vor dir, der Himmel laut tausend Herrlichkeit loben, weil du nun auch verstanden bist. Du hast keinen Gegner, keine vergleichbar. Gott, du regierst für alle Zeit. Oh, dein ist das Reich, dein ist die Ehre, dein Name thront in Ewigkeit. Oh, wie kraftvoll der Name ist, oh, wie kraftvoll der Name ist, der Name Jesus Christus, Herr. Oh, wie kraftvoll der Name ist, der unvergleichbar ist. Oh, wie kraftvoll der Name ist, der Name Jesus. Oh, wie kraftvoll der Name ist, der Name Jesus. Oh, wie kraftvoll der Name ist, der Name Jesus.
Ja, ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Wenn du es noch nicht erfahren hast, jetzt im Sommer, in den Monaten Juli und August, lassen wir das normale Vers für Vers Bibelstudium pausieren und wir studieren ganz spezifisch und ganz bewusst Leadership. Und zwar Leadership-Prinzipien aus meinem Buch ABC des Leaders. Wenn du das Buch noch nicht hast, dann besorgst dir bitte. Du kannst nämlich da auch mitlesen, die Dinge, die wir studieren. Du bekommst sie im Oase-Shop am Sonntag oder eben auch auf Amazon kann man es bestellen. Aber das ist die Grundlage für das, was wir jetzt im Sommer tun. Wenn du das Bibelstudium vermisst, das ist im September wieder. Ich bin gerade dabei, meine Batterien aufzuladen und auch gemeinsam mit euch Leadership zu studieren. Wir sind das Licht der Welt und wir sind das Salz der Erde. Also nimm Stift zur Hand und Papier und lass uns studieren, Lieder nach dem Vorbild Jesu zu werden, Lieder nach biblischen Prinzipien zu sein. Ich grüße dich, mein Freund. Karl Michael ist zurück und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu diesem dritten Video dieses 26-teiligen Videokurses ABC des Leaders. 26 unumgängliche Eigenschaften eines Leaders, einer Leaderpersönlichkeit, eines Unterschiedmachers, einer wahren großen Persönlichkeit. Diese 26 Eigenschaften sind wirklich essentiell und die brauchst du, um der Mensch zu sein oder der Mensch zu werden, der du sein kannst. Ich glaube, in jedem von uns schlummert der Leader oder ist der Leader drinnen. Wir sind geboren, um zu gewinnen und wir leben, um zu führen. Born to win and live to lead. Egal wer du bist, egal wo du derzeit im Leben stehst, ich sage, der Leader ist in dir. Du bist ein Leader. Es kann sein, dass du diesen Leader noch sehr weit entwickeln musst oder es kann auch sein, dass du schon ein Leader bist, der schon sehr weit in seinem Leader-Dasein fortgeschritten ist. Spielt keine Rolle, wir haben alle eines gemeinsam. Wir wollen als Leader wachsen. Ich möchte als Leader wachsen. Wir wollen alle bessere Leader, stärkere Leader werden, sein und wir wollen größeren Unterschied machen in der Welt, in der wir leben. Also ABC des Leaders, 26 unumgängliche, essentielle Eigenschaften, Charaktermerkmale, Qualitäten, Charakteristiken von Menschen, die wirklich als Leader-Persönlichkeiten einen Unterschied machen wollen in dieser Welt. Bitte vergiss nicht, dass dieser gesamte Kurs, dieses gesamte Programm ABC des Leaders nicht nur dieser Videokurs ist, sondern insgesamt vierteilig ist. Zum einen das Buch, mein letztes, nicht mein allerletztes, aber das zuletzt geschriebene, es kommen noch viele mehr hoffentlich, Bücher, aber das, was ich zuletzt geschrieben habe, das ABC des Leaders, 26 unumgängliche Eigenschaften eines Leaders, das ist sehr wichtig, dass du das liest und dass du es als Art Buch verwendest, wo du unterstreichst, wo du reinschreibst, wo du dir Notizen machst, was du wirklich aufsaugst. Du könntest zum Beispiel jedes Monat dieses Buch durcharbeiten, für die nächsten 6 Monate zum Beispiel. Und dann hast du 26 Tage und sogar noch 4 oder 5 Tage frei, wo du jeden Tag ein Kapitel liest. Du kannst auch über 26 Wochen einmal pro Woche ein Kapitel lesen und durcharbeiten. Das kannst du 2-mal im Jahr tun. Dann gibt es noch die Audioversion, also ein Hörbuch, das Buch, das ich dann selbst gelesen habe im Studio, was du beim Trainieren oder unterwegs oder beim Joggen oder beim Reisen, egal wo du bist, hören kannst und so auch diese Information aufnehmen kannst. Dann gibt es ein Arbeitsbuch zu dem Ganzen, wo du die Punkte noch genauer im Detail ausarbeiten kannst
und für dich selbst persönlich durcharbeiten kannst. Und dann gibt es, wie gesagt, diesen Videokurs, der hier stattfindet auf dieser LeadX University. 26 Videos genau zu diesem ABC. Und den Content, den ich hier bringe, wird teilweise vom Buch sein und vom Arbeitsbuch sein, aber es werden auch neue Dinge, andere Dinge, zusätzlicher Content hier in diesen Videos zu finden sein. Echte Größe und wahre Signifikanz. Das war eigentlich, was wir ursprünglich vorgesehen hätten als Titel, und dann kam eben ABC des Leaders. Mehr und mehr hat sich das herauskristallisiert. Als Leader wachsen tun wir, indem wir täglich an diesen Charakteristiken arbeiten. Und ich möchte dich ermutigen, dass du täglich etwas unternimmst, um als Leader zu wachsen. Das ist nicht Motivation, das ist nicht nur Persönlichkeitsentwicklung, alles wichtige Dinge. Da ist wirklich Leadership Development, also Entwicklung als Leader gemeint. Und dafür soll dieses ABC die perfekte oder fast perfekte Anleitung sein. Wichtig ist, dass du täglich daran arbeitest. Die letzten beiden Videos waren A wie Authentizität und B wie Begeisterung. Die gute Nachricht ist, dass du jederzeit zurückgehen kannst und diese Videos immer wieder und immer wieder anschauen kannst oder auch nur hören kannst. Und ich hoffe, du hast schon erkannt, wie wichtig es ist, eine authentische Person zu sein, nicht irgendjemanden zu spielen, sondern wirklich eine authentische Persönlichkeit zu sein und echte Begeisterung zu haben. Also authentische Begeisterung ist das, was wirklich wichtig ist, wenn du andere Menschen begeistern, entfachen möchtest. Der heutige Buchstabe ist der Buchstabe C. Und C steht für Charakter. Und Charakter ist eine Art Basis, ein Fundament, ein ganz wichtiger Fundamentstein im ABC des Leaders. Zig Ziglar, mein erster Mentor, der mir sehr viel beigebracht hat im Persönlichkeitsentwicklungsbereich, Motivation, Ziele setzen, Zeitmanagement, Zeitführung, Beziehungen, sehr viel von Zig Ziglar gelernt, hat gesagt, Image can take you to the top, but only character can keep you there. Zu Deutsch, Image kann dich nach oben bringen. Image bringt dich nach oben, aber nur Charakter kann dich dort halten. Wie wahr ist das? Oh, es ist so unendlich wahr. Es gibt so viele Menschen, die so ein tolles Image haben, die so begabt, so talentiert, so viel Image und Charisma ausstrahlen, aber sie erlitten gewaltigen Schiffbruch im Leben, weil das Fundament fehlte, weil der Boden, das Fundament nicht das Richtige war. So wie ich im ersten Video gesagt habe, sie haben auf Fassade gebaut, nicht auf Fundament. Sie haben, also auf Fassade haben sie gezählt, nicht auf Fundament. Sie haben auf Sand gebaut, nicht auf Felsen. Und Charakter ist dieser Fels, den wir brauchen, um solide bauen zu können. Es ist ja traurig, dass es Menschen gibt, die haben so ein kraftvolles, charakterliches Fundament. Sie sind aufrichtig, ehrlich, integer, authentisch. Sie haben viele gewaltige Fundamentsteine, aber dann haben sie keine großen Ziele und Visionen. Sie bauen auf dieses Fundament, was eigentlich einen Wolkenkratzer verdient hätte und auf jeden Fall auch aushalten würde, bauen sie dann eine kleine Hundehütte. Das ist traurig. Und dann ist es genauso traurig, wahrscheinlich noch trauriger, sagen wir genauso traurig, Menschen, die ein sandiges Fundament haben, die keinen Wert auf Charakter oder Aufrichtigkeit oder Authentizität legen. Und die wollen dann einen Wolkenkratzer hinbauen oder wie man oft hört, sie wollen ein Imperium bauen. Aber was passiert? Sie bauen und bauen und bauen und letztendlich stürzt alles zusammen, bricht alles in sich zusammen, weil sie zwar
gearbeitet haben. Sie waren auch relativ fleißig. Sie haben gute Ideen auch gehabt. Aber das Fundament war einfach viel zu wackelig, viel zu unbeständig, viel zu schwach, um so eine Vision halten zu können. Image kann dich nach oben bringen, aber nur Charakter kann dich oben halten. Das ist in der Geschäftswelt so, das ist in der Sportwelt so. Du kennst sicher Beispiele von hochbegabten Sportlern, Fußballern zum Beispiel, die das Zeug gehabt hätten, zu Weltstars zu werden. Aber irgendwas im Fundament war nicht in Ordnung. Sie hatten einen Sprung, nicht in der Schüssel, da vielleicht auch, aber einen Sprung im Fundament. Und das hat natürlich zu einem Fall geführt. Und drum beides. Ich finde, beides ist wichtig. Das Fundament und auch das Hochbauen, also die großen Ziele, Visionen und Träume. Es ist wichtig, dass wir einen Charakter haben und es ist auch möglich, Charisma zu haben. Es ist nicht schlecht. Auch Image ist nichts Schlechtes, aber du brauchst das Fundament dazu, dein Charakter dazu, dass das Ganze aushaltet und einen Wolkenkratzer verdient hat und halten kann. Denn eines weiß ich, Stürme kommen, ganz sicher. Hast du schon Stürme erlebt? Ich sicher. Kommen sie? Garantiert? Garantiert. Winde, Stürme, heftige Niederschläge, Hagel, Schneesturm, Wellen, die an das Haus unseres Lebens krachen. Und die Frage ist, wie sind wir gebaut? Und wenn wir auf Fundament gebaut haben, auf Felsen gebaut haben, dann können wir trotzdem stehen, so wie Elton John gesungen hat, I'm still standing, yeah, 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 ich stehe immer noch. Und meine Frage an dich, wirst du stehen, ist dein Charakter stark genug, wenn die Stürme, die Winde, die Böen, die Hochwasser, die Platzregen etc. kommen? Also, lass uns über Charakter sprechen. Der Charakter eines Menschen kommuniziert. Ja, der Charakter spricht. Er spricht, er kommuniziert, er sagt uns etwas über diesen Menschen. Dein Charakter, mein Charakter spricht, er kommuniziert. Und ich möchte dir ein paar Dinge zeigen, die der Charakter kommuniziert. Das Erste, was ich erwähnen möchte, ist, der Charakter eines Leaders kommuniziert Beständigkeit. Beständigkeit. Ob jemand beständig ist, ob jemand innere Stärke hat, ist wirklich wichtig. Was bedeutet das? Man kann auf dich zählen. Man kann mit dir rechnen. Wie wichtig ist das als Leader? Extrem wichtig. Können Menschen mit dir rechnen? Wissen die Menschen, dass du beständig bist, dass du verlässlich bist, dass man mit dir rechnen kann? Oder ändert sich alles immer ständig? Änderst du dich immer ständig? Sieh, es gibt viele Leadership-Paradoxa oder paradoxe Aussagen, ja? Je mehr du das Leben verstehst, umso mehr verstehst du auch, dass das Leben voller solcher paradoxen Dinge ist. Ich möchte dir jetzt eines dieser Leadership-Paradoxa oder ein Leadership-Paradoxon, ich hoffe, ich habe die Mehrzahl und die Einzahl hier richtig, aber ihr verzeiht mir, wenn es nicht ganz stimmt, es ist ja ein schwieriges Wort. Paradoxa sind, glaube ich, die Mehrzahl und Paradoxon ist die Einzahl. Aber es gibt viele solche und als Leader verstehst du zum Beispiel eine sehr einfache, eine sehr bekannte Leadership-paradoxe Aussage ist, weniger ist mehr. Gilt fürs Leben, gilt für Leadership, gilt für fast jeden Bereich des Lebens. Weniger ist mehr. Wenig ist gleich mehr. Das ist paradox, aber es ist wahr. Aber hier gibt es eine noch sehr entscheidende paradoxe Aussage eines Leaders und die lautet Veränderung und Kontinuität. Ein Leader muss Kontinuität haben. Das heißt, er muss
frei sein von ständiger Veränderung. Das heißt, er darf sich nicht ständig ändern. Es darf sich nicht alles immer ändern. Es muss eine Beständigkeit, eine Kontinuität gegeben sein. Richtig? Du musst wissen, okay, bei diesem Leader kann ich mich verlassen, dass das so und so ist. Ich weiß, was kommt. Ich weiß, ich kann mit ihr, mit ihm rechnen. Diese Beständigkeit, diese Kontinuität, diese Gewissheit, es ändert sich nicht immer alle Tage alles, sondern es bleibt gleichbleibend beständig. Sieh, ich liebe Beständigkeit. Ich liebe Kontinuität. Deswegen bin ich seit 26 Jahren verheiratet und habe seit 20 Jahren diesen selben Arbeitsplatz hier, der sich oft schon verändert hat im Aussehen. Jetzt ist ein Fernsehstudio daraus geworden. Aber ich bin seit 20 Jahren hier, seit 19 Jahren genauer gesagt, um ehrlich zu sein, bin ich hier. Beständigkeit. Und in dieser Beständigkeit, in dieser Kontinuität, ändern sich Dinge ständig. Verstehst du? Das ist das Paradoxe. Es müssen sich Dinge verändern. Vor 10 Jahren haben wir hier Seminare und Veranstaltungen und Events gemacht, ohne Kamera, ohne Übertragung, ganz einfach offline, oldschool. Aber ich habe das Gleiche gemacht. Ich habe immer die gleichen Botschaften. Sie haben sich natürlich entwickelt, Gott sei Dank, sagen einige, haben sie sich entwickelt. Aber trotzdem, der Core, der Kern dessen, wer ich bin und was ich mache, blieb beständig. Und innerhalb dieser Beständigkeit gibt es eine ständige Veränderung, Verbesserung. Da bleibt nie etwas gleich. Und ein Leader muss so sein. Er muss Kontinuität haben, kontinuierlich, Charakter, Festigkeit, Beständigkeit und gleichzeitig muss er sich ständig verändern und verbessern. Okay? Ich hoffe, das ist klar genug, dass du in der Beständigkeit ständige Veränderung lebst. Okay? Und das ist innere Stärke, zu wissen, was muss ich oder was kann ich und was soll ich verändern und in welchen Bereichen brauchen wir Kontinuität und eine gleichbleibende Richtung. Okay? Sieh, meine Lebensvision ist seit über 20 Jahren ein und dieselbe. Ich will das Leben der Menschen bereichern, mit denen ich in Berührung komme. Das ist gleich geblieben, das ist beständig, aber die Methoden, das zu tun, haben sich über die Jahre unglaublich verändert, oft verändert. Am Anfang waren es Kassetten, dann waren es CDs. Einige wissen gar nicht mehr, was Kassetten sind. In einiger Zeit werden wir ein Video, eine Live-Sendung machen, wo ich dir meine Kassetten zeigen werde, wo du siehst, welche Kassetten mein Leben am Anfang mich verändert haben. Entweder du wartest darauf oder du findest es, wenn es es schon gibt. Aber das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir verstehen, wir haben Kontinuität, aber wir haben komplette Veränderung in der Art und Weise, wie wir das tun, was wir tun. Unser Warum bleibt, unser Was bleibt auch, aber das Wie verändert sich konstant und kontinuierlich. Kontinuierliche, also beständige Veränderung. Paradox, aber sehr wichtig. Was kommuniziert nun der Charakter eines Leaders? Beständigkeit. Das Zweite, was der Charakter eines Leaders kommuniziert, ist Potenzial. Potenzial. Sieh, kein Mensch kann oben bleiben ohne Charakter. Das haben wir schon gesagt. Image bringt uns nach oben oder kann uns nach oben bringen. Nur Charakter kann uns dort halten. Und hier ist etwas ganz Wichtiges zu verstehen. John Maxwell hat ein Buch geschrieben, das lautet Talent is never enough. Talent ist nie genug. Wie wahr ist das? Talente, Fähigkeiten sind nie genug. Der nicht erfolgreiche, talentierte Mensch, den gibt es zu Millionen. Der hochbegabte, weltmeisterlich talentierte Mensch, der unerfolgreich ist, der nichts erreicht, ist ein millionenfaches Wesen hier auf dieser Erde.
50 Millionen. Menschen, die so begabt sind, so talentiert sind, solche Fähigkeiten haben. Und ich verstehe heute ganz deutlich, dass Talent gar nichts ist ohne Charakter, ohne Arbeit, ohne all dem, was man braucht, um das Talent dorthin zu bringen, wo es hingehört. Talent ist Potenzial. Talent ist nichts anderes als Potenzial. Ich sage das noch einmal. Talent ist ganz einfach Potenzial. Man kann sein Talent verkümmern lassen. Man kann es vergeuden, verhauen. Man kann es sterben lassen. Man kann es nie verwenden. Man kann es falsch verwenden. Man kann Talent in alle möglichen Richtungen verwenden, richtige Richtungen und falsche Richtungen. Talent ist nie genug. Talent ist bestenfalls Potenzial. Okay? Die Wahrheit ist, dass dein Talent dich sogar zerstören kann. Oh mein Gott. Wie viele Menschen kennst du, die sich mit ihren Talenten, Begabungen, Fähigkeiten umgebracht haben? Ja, ins Unglück gestürzt haben. Dann gibt es auch Menschen, die ihr Talent nutzen, um ihre Faulheit zu maskieren. Die sind talentiert genug, um durchzukommen. In der Schule haben sie nie gelernt, aber sie waren begabt genug, um durchzukommen. Im Leben sind sie faul, aber sie sind talentiert genug, damit niemand auffällt, dass sie eigentlich faul sind. Sieh, Talent kann dir einen Streich spielen. Talent kann backfiren. Talent kann dich richtig, richtig, richtig kosten. Thomas Muster war der beste, bisher beste Tennisspieler, den Österreich je gehabt hat. Und Thomas Muster wurde als Arbeitstier bezeichnet. Und ihm wurde nachgesagt, er war nicht besonders talentiert. Sein eigener Vater sagte, er wird nie die Top 100 erreichen, es fehlt ihm das Talent. Auch sein Tennistrainer hat das bestätigt. Thomas Muster wurde zu Nummer 1 der Welt. Interessanterweise auf einem Belag, wo du richtig arbeiten musst, nämlich Sand. Da hat er alles gewonnen. Sandplatzturniere. Und ihm wurde nachgesagt, Begabung, Talenten. Hat er Begabung und Talent? Ja, sicher. War es aber so wie bei anderen? Nein. Agassi war sehr begabt, sehr talentiert. Und er war auch Nummer 1 der Welt. Jedoch hat er immer wieder mit seinem Talent, seinen Begabungen, seinem Image, seinem Charisma Probleme gehabt. Ich will dir aufzeigen, das Potenzial wird kommuniziert von deinem Charakter. Dein Charakter kommuniziert das Potenzial, deine Talente und Fähigkeiten sind Potenzial. Was du damit machst, ist deine Entscheidung. Also bist du bereit, deine Talente und Fähigkeiten zu nutzen, alles zu geben und zu deinen Talenten und Fähigkeiten auch das richtige Fundament, Charakter, Fleiß und alles, was dazugehört, mit einzubringen, dann kannst du nach oben gehen. Sieh, Andrew Agassi hatte wirklich Glück und ich würde sagen Segen, dass er, auch wenn er manchmal wirklich abgestürzt ist, dass er Menschen um sich hatte, die ihn wieder aufrichteten und die ihn wieder quälten zur Disziplin. Und er wurde wieder Nummer 1 der Welt nach seinem Comeback. Aber Talent ist nicht genug. Image ist nicht genug. Charisma ist nicht genug. Um oben zu bleiben, brauchst du Charakter. Charakter kommuniziert Beständigkeit und Charakter kommuniziert Potenzial. Und Charakter, drittens, kommuniziert Respekt. Respekt. Wie gewinnt ein Leader Respekt? Hat der Charakter etwas zu tun damit? Natürlich. Aber wie gewinnt ein Leader Respekt? Ich habe mir drei Dinge aufgeschrieben. Ein Leader gewinnt Respekt, wenn er gute Entscheidungen trifft. Wenn jemand immer wieder gute Entscheidungen trifft, dann sagt man, hey, der hat wirklich einen Track Record, wie man auf Englisch sagt, von guten Entscheidungen. Auf diesen Menschen kann man sich verlassen, dass er laufend gute Entscheidungen trifft, gute Entscheidungen für sich selbst, gute Entscheidungen für das Team, gute Entscheidungen für die Company, gute Entscheidungen für die Organisation, gute Entscheidungen für uns alle. Ein Leader
gewinnt Respekt, wenn er oder sie gute Entscheidungen trifft. Das zweite, wie ein Leader Respekt gewinnt, ist eigene Fehler zugeben. Wenn er mal keine gute Entscheidung trifft oder einen Fehler macht, dass er zugibt, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe daneben gehauen. Wenn ein Leader zugibt, dass er daneben gehauen hat, gewinnt er an Respekt. Der Respekt wächst mit guten Entscheidungen und im Fall von Fehlern mit dem Zugeben dieser Fehler und Korrigieren dieser Fehler. Und er gewinnt Respekt, drittens, wenn er das Wohl der Menschen vor die eigene Agenda stellt. Also das Wohl der Menschen und das Wohl der Organisation vor die eigene Agenda stellt. Dann gewinnt er und nimmt an Respekt zu. Wiederholen wir kurz. Was kommuniziert der Charakter eines Leaders? Erstens Beständigkeit. Zweitens Potenzial, wie weit er nach oben kommen kann. Sie, die meisten glauben, Talent kommuniziert, wie weit jemand kommt. Nein, Charakter plus Talent kommuniziert, wie weit jemand kommen kann. Talent kommuniziert nur, dass jemand Potenzial hat, dass er weit kommen kann. Aber wie weit das Potenzial auch erreicht wird, hängt vom Charakter und den anderen Dingen ab, die wichtig sind, wie Arbeitsethik und so weiter. Und Charakter kommuniziert Respekt. Ich liebe, was Miles Monroe gesagt hat über Charakter. Charakter ist wie das ABC, sagt er. Charakter ist wie die Buchstaben im Alphabet. Und dann habe ich mir gedacht, ha, das klingt gut, weil ich habe da zufällig ein Buch, ABC des Leaders. Aber er sagt im Englischen, und das stimmt, im Englischen sind Characters, ABC oder 1, 2, 3, die Ziffern und die Buchstaben werden Characters bezeichnet. Und er sagt etwas sehr Interessantes. Ein A ist ein Character. Ein B ist ein Character. Ein C ist ein Character. Ein D ist ein Character. 1, 2, 3 sind auch Characters. Als ich Schreibmaschinen schreiben gelernt habe und dann weiter sehr viel gelernt habe und geübt habe in USA, wurde ich immer gefragt, how many characters per minute? Also wie viele Anschläge pro Minute? How many characters? How many characters per minute? Und ich war schnell. Ich hatte viele Charaktere pro Minute. Aber Miles Monroe sagt etwas sehr Interessantes. Ein A ist immer ein A. Ein B ist immer ein B. Ein C ist immer ein C. Ein F ist immer ein F. Eine 2 ist immer eine 2. Die Characters im Alphabet, die Buchstaben, ändern sich nicht. Ein A ist um 3 Uhr Nachmittag ein A und um 3 Uhr Morgen ein A. Ein B ist um 18 Uhr ein B und um 6 Uhr in der Früh ein B. Ein Zweier ist zum Mittag ein Zweier und um Mitternacht ein Zweier. Interessant. Die Characters verändern sich nicht. Sie sind beständig. Und deswegen haben wir die Entscheidung getroffen, bei unserer Leadix University, diese einzigartige Online-Leadership-Ausbildung, haben wir uns entschlossen, wir lehren primär Prinzipien. Wir haben festgestellt, dass Methoden natürlich gut sind, Strategien, Tipps und Tricks, alles gute Dinge, aber viele der Dinge verändern sich. Ja, und das ist okay. Wir nutzen diese Dinge. Aber Prinzipien verändern sich nicht. Und aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, Prinzipien zu lehren. Zum Beispiel, das Gesetz der Schwerkraft ist ein Gesetz, ein Prinzip. Es ändert sich nicht. Es hat Charakter. Noch nie hat mich das Gesetz der Schwerkraft gefragt, Karl Michael, glaubst du an mich? Nein. Es hat auch nie Rücksicht auf mich genommen. Wenn ich
es ausprobiert habe, hat es immer funktioniert. Wenn ich jetzt mein Buch nehmen würde und es fallen lassen würde, würde es wenige Momente später am Boden landen. Wir haben soeben bewiesen, dass das Gesetz der Schwerkraft funktioniert. Immer. Ohne Rücksicht. Immer gleich. Immer beständig. Und das sind Prinzipien, die immer funktionieren, die immer richtig sind, die zeitlos sind. Leadership ist zeitlos. Es braucht Zeit. Es ist ein Prozess. Aber die Prinzipien sind unverändert seit Anbeginn der Zeit. Die wurden immer gelehrt. Die sind nicht erfunden. Sie wurden immer gelehrt. Stephen Covey hat gesagt, diese Prinzipien sind unverrückbar. Und das Gesetz der Schwerkraft, könnte man sagen, hat Charakter. Es hat Gewicht. Es ist beständig. Immer. Wenn ich in meinem Bett mich zu weit rüberrolle, dann falle ich aus dem Bett. Egal, ob ich es im Schlaf tue oder ob ich bei Bewusstsein bin. Egal, ob es Mitternacht ist oder ob es 6 Uhr früh ist. Es funktioniert. Und Menschen und Leader mit Charakter leben aufgrund von Prinzipien. Prinzipien sind das, was ihr Leben steuert. Sie leben nicht aufgrund von Popularität, sondern aufgrund von Prinzipien. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich verstehe, warum es schwer ist, zum Beispiel Politiker zu sein oder zu werden. Es ist doch logisch. Man wird nur gewählt, wenn man populär ist. Menschen wählen aufgrund von Popularität. Natürlich sagen sie, sie wählen Inhalte und sie wählen das, worum es geht. Ja, ja, ja. Aber wenn du etwas tust oder sagst, was nicht populär ist, dann verlierst du Stimmen. Das heißt, wenn sie gewinnen wollen, dann müssen sie zumindest teilweise auf Popularität bauen. Aber ich glaube, langfristig gewinnt der mit den richtigen Prinzipien. Und daher glaube ich auch, dass man über den langen Zeitraum schauen muss, langfristig denken muss und langfristig gewinnen Prinzipien über Popularität. Der Charakter ist das, was sich nicht verändert. Verändert sich nicht. Es ist das, was bleibt. Und das Fundament, das brauchst du. Leader müssen Charakter haben. Warum? Vertrauen. Wer vertraut dir? Nur Menschen, die glauben, dass du Charakter hast. Wer wird dir folgen? Nur Menschen, die loyal sind. Das heißt, die auch wissen, dass du loyal bist und dass du Charakter hast und die dir deshalb nachfolgen. Ich war ganz überrascht, zu mir hat mir jemand gesagt vor kurzer Zeit über einen jungen Mann, der sehr, sehr imagemäßig aufbaut und sehr, sehr rasch die Geschäfte macht und leider auch herumspringt von einem Geschäft zum anderen. Und jemand sagte zu mir, wir vertrauen ihm nicht, aber wir halten uns doch an ihn, weil er ist unser Ticket in die finanzielle Freiheit. Und ganz ehrlich, ich war dann wirklich traurig, weil ich wusste, dieser Mensch ist nicht das Ticket in ihre finanzielle Freiheit, sondern ihr Ticket ins Niemandsland. Ganz ehrlich. Weil letztendlich wird so ein Mensch dich immer wieder und immer wieder und immer wieder enttäuschen und dich nicht weiterbringen, weil nur Prinzipien haben Bestand. Charakter ist eine Verbindlichkeit zu Werten ohne Kompromisse. Charakter ist eine Verbindlichkeit zu einem Standard ohne Abweichung. Hast du Standards? Zum Beispiel, ich lüge nicht oder ich stehle nicht? Oder sagst du, naja, kommt drauf an, kommt auf die Summe an, kommt drauf an, um was es geht, da würde ich vielleicht schon lügen oder stehlen. Oder sagst du, nein, ich habe einen Standard, ich habe Werte und Standards, von denen weiche ich nicht
ab. Charakter ist eine Verbindlichkeit zu Werten und eine Verbindlichkeit zu Standards, ohne abzuweichen. Charakter ist selbst auferlegte Disziplin. Das bedeutet, dass du dich selbst disziplinierst, dass du unkäuflich bist, dass du nicht abweichst von deinem Weg, weil etwas gerade gut ausschaut oder besser ausschaut. Charakter bestimmt deine Zukunft, nicht deine Gaben und Talente, wie ich gesagt habe, wie wir besprochen haben. Charakter bestimmt deine Zukunft. Hör mir gut zu. Nicht deine Talente bestimmen deine Zukunft. Nicht deine Gaben bestimmen deine Zukunft. Nicht deine Fähigkeiten bestimmen deine Zukunft. Das ist Potenzial. Dein Charakter bestimmt deine Zukunft. Weil, wenn du mir deinen Charakter zeigst, dann kann ich mir deine Gaben und Talente anschauen und dann kann ich wissen, wie weit du kommen wirst. Charakter bestimmt deine Zukunft und Charakter bedeutet auch, dass deine Worte und Taten eins sind, also integriert sind. Integrität bedeutet ja eins sein und keine leeren Versprechungen zu machen. Das ist alles Charakter. Charakter hat mit all diesen Dingen zu tun. Charakter ist auch die Opferbereitschaft für Prinzipien. Charakter ist Opferbereitschaft. Wie viele Menschen kennst du, die heutzutage wirklich noch bereit sind, Opfer zu bringen? Ich glaube, das Wort Opfer oder Opferbereitschaft ist fast ein Fremdwort heute geworden. Aber Charakter bedeutet, dass ich bereit bin, Opfer zu bringen für andere Menschen, für die Organisation. Sieh, ein Leader ist nicht dabei wegen seiner Karriere. Oh, da gibt es so viele. Die sind nur bedacht, ihren Sessel zu schützen, ihren Stuhl zu wahren, ihre Position zu schützen. Und die arbeiten, obwohl sie sogar ganz oben sitzen, tun sie Dinge, die eher ihre Karriere fördern als das allgemeine Wohl des Unternehmens oder der Menschen. Und ich sage dir, ein wahrer Leader macht das nicht. Ein wahrer Leader handelt für das Wohl der Allgemeinheit. Wie ein Nelson Mandela, der 25 Jahre eingesperrt war und sich nicht geweigert hat, abzuweichen, sondern dran geblieben ist. Und dann zu einer der größten Leader-Persönlichkeiten wurden, die die Welt je gesehen hat. Was der ausgehalten hat, was der für Opfer gebracht hat. Sensationell, unfassbar. Also Charakter ist Opferbereitschaft für Prinzipien. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du jemanden suchst, dem du nachfolgst, folge nicht Charisma. Charisma ist nicht schlecht, bitte. Das ist eine gute zusätzliche Eigenschaft. Folge nicht Charisma, suche Charakter. Und sei auch du jemand, der mit seinem Leben führt. Sieh, wir führen mit unserem Leben. Nicht mit unseren Worten, sondern mit unserem Leben führen wir. Dein Leben gibt deinen Worten Gewicht. Und viele haben kein Leben und sie preisen Dinge an und reden von Dingen, die sie selbst gar nicht leben, die sie selbst gar nicht verwenden, an die sie selbst gar nicht glauben. Es ist traurig, aber ich begegne regelmäßig Menschen, die mir ein Geschäft vorstellen oder eine Opportunity vorstellen. Und dann, ich frage immer die gleichen Fragen. Ich stelle immer die gleichen Fragen. Ich will wissen, warum machst du das? Glaubst du hundertprozentig daran? Würdest du das selbst kaufen? Würdest du das selbst nehmen? Und es ist überraschend. Viele sagen nein. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß, dass das, wenn Menschen hier einsteigen, nicht das Beste für sie ist. Es ist vielleicht besser für meine Provision oder ich kann mir da ein bisschen mehr rausholen, aber es ist nicht das Beste für den Kunden, für den, den ich das anbiete. Es gibt sogar Dinge, die sind richtig schädlich und destruktiv, wo Menschen sich Geld ausborgen, um wo zu investieren, wo derjenige, der nach der Investition verlangt, bereits weiß, dass es scheitern wird. Mein Freund, das ist nicht unser Weg. Wenn du einen Weg suchst, der auf schnelles Geld
auf schnellen Erfolg aus ist, dann bist du hier falsch. Ehrlich, wir glauben nicht, dass irgendwas von Nachhaltigkeit schnell gehen kann. Es dauert alles länger, als du glaubst. Du brauchst ein solides Fundament. Du brauchst Charakter. Und du brauchst ein Leben. Du brauchst ein Leben. Wie willst du jemanden glauben, der über Familie spricht, der selbst keine Familie hat, die glücklich und erfolgreich ist? Wie willst du jemanden glauben, der selbst nichts geführt hat oder führt, wenn er über Leadership spricht? Es geht nicht. Du musst Menschen haben, die etwas bewegen. Und du brauchst ein Leben, von dem du sprichst. Wenn du etwas verkaufst, musst du es selbst leben. Also ich glaube, ich kann nicht VW verkaufen und Mazda fahren. Das geht nicht. Ehrlich? Ich glaube nicht, dass das geht. Ich kann nicht Ford verkaufen und VW fahren. Nichts gegen VW, nichts gegen Ford, aber ich brauche das, was ich verkaufe, selbst. Ich muss es leben. Ich muss es leben. Und dann gibt es auch diese Aussage, es gibt kein Privatleben. Oder mein Privatleben geht niemand etwas an. Und ich sage dir, das ist Quatsch. Absoluter Quatsch. Geht uns das Privatleben eines Leaders etwas an? Ich sage ja. Weil wenn dein Privatleben nicht das Leben in der Öffentlichkeit widerspiegelt, dann kann ich dir nicht vertrauen. Sieh, unser Leben ist eins. Es muss eins sein und das ist die Basis. Ich frage dich, wie stabil bist du? Unsere Werte, unsere Standards, unser Charakter sind das Um und Auf. Unsere Worte bedeuten nichts. Charakter, hör mir gut zu, was ich jetzt sage, Charakter beschützt dein Leben. Jawohl. Charakter ist der Schutz für deine Talente. Sieh, deine Talente sind zerstörerisch und verführerisch ohne Charakter. Aber dein Charakter schützt dein Leben, schützt deine Gaben, schützt deine Fähigkeiten, schützt dein Potenzial. Dein Charakter schützt das. Und echte Leader wissen, dass sie Nachfolger anziehen durch das Leben, das sie führen. Echte Leader wissen, dass Gaben, Talente, Fähigkeiten, Macht, Geld ohne Charakter einen Menschen umbringen kann. Und Charakter zeigt sich auch durch Macht und Geld zum Beispiel. Oder was ich mit meinen Talenten und Fähigkeiten und Gaben mache. Charakter zeigt sich. Es gibt ja diesen Spruch, den ich nicht teile oder nicht glaube, dass er wahr ist. Geld verdirbt den Charakter. Glaube ich nicht. Ich glaube, Geld zeigt den Charakter. Ich glaube, wenn du jemandem Geld gibst oder jemand schnell zu Geld kommt, dann wird der Charakter dieses Menschen offenbar. Aber er war schon immer da. Charakter zeigt sich durch Gaben, Talente, Fähigkeiten, Geld und Macht. Gib jemandem Macht und du findest den Charakter des Menschen heraus. Gib jemandem Power und du findest heraus, wer der Mensch wirklich ist. Gib jemandem Geld und du siehst, wer der Mensch wirklich ist. Und ich glaube auch, nicht die Schnellen gewinnen, sondern die mit dem starken Fundament gewinnen. Ich bin in manchen Dingen sehr schnell und in manchen Dingen sehr langsam. Es gibt gewisse Dinge, die weiß ich, die kommen erst. Und auf die warte ich noch. Sieh, du musst eines wissen. Das, was ich mache, ich bin 45, bald 46. Das, was ich mache, da wird man erst richtig gut mit 50, 60, 70, 80. Da wird man ein richtig reifer Leader. Als Fußballprofi musst du mit 20 schon den Sprung geschafft haben, um Weltklasse zu werden. Als Leader, und das ist die gute Nachricht, können wir uns mit 50, 60 noch entwickeln. Weil mit zunehmendem Alter werden wir als Leader attraktiver, wenn wir als Leader wachsen. Die Frage, die ich eingangs gestellt habe, are you standing, oder das Lied von Elton John, I'm still standing, meine Frage, are you standing or will you be standing, wirst du stehen? Und ich kann dir die Frage beantworten. Wenn du nur Gaben und Talente hast,
und keinen Charakter, wirst du crashen, wirst du fallen. Wenn du nur Geld und Power hast, wirst du stürzen. Aber wenn du Charakter hast und deine Talente und Fähigkeiten und Gaben und all das einsetzt, dann hast du unfassbar großes Potenzial. Und du wirst zur Spitze kommen. Vielleicht sogar Weltmeister in deinem Bereich oder weltmeisterlich. Ich möchte dich ermutigen, authentisch zu leben, mit echter Begeisterung, gebaut auf soliden Charakter. Triff diese Entscheidung jetzt, arbeite täglich daran, nimm die Charakterkorrekturen vor, die notwendig sind, die bei uns allen notwendig sind von Zeit zu Zeit. Wir alle müssen korrigieren, wir alle müssen reparieren. Triff die Entscheidung, das zu tun, arbeite daran täglich und bleib dran. Ja, ich hoffe wirklich, dass du einige wertvolle Dinge mitnehmen konntest aus der heutigen Leadership-Lektion vom ABC des Leaders. Es lohnt sich wirklich, diese Dinge zu vertiefen, auch mit dem Buch. Und vielleicht schaffen wir auch in Zukunft ein Arbeitsbuch, wo man da auch noch Dinge noch vertiefen kann. Ich glaube, das sind wirklich wichtige Dinge, egal in welchem Beruf oder in welcher Tätigkeit du arbeitest oder aktiv bist, ob im Sport, im Geschäft, in der Kunst, Familie, Mutter, Vater. Das sind Prinzipien, die wir wirklich alle brauchen, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und genau darum geht es hier in der Oase Church. Wir wollen einen Unterschied machen. Und wir sind Unterschiedmacher. Wir sind Licht der Welt und Salz der Erde. Matthäus 5, Vers 13 und 14 hat Jesus uns das wirklich ganz deutlich gesagt. Das ist unser Auftrag in dieser Welt. Nicht nur predigen, sondern auch Licht zu sein und Salz zu sein. Und einen Unterschied zu machen und Leben zu berühren mit der Liebe Gottes. Darum geht es. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, ich muss zuerst sagen, mir wird immer mehr bewusst, dass wir großzügige Geber haben, hier in der Oase Church und in unserer Online-Community. Und ich möchte auch wirklich Danke sagen. Danke für eure Großzügigkeit. Ohne euch könnten wir das niemals machen und vor allem in dieser Qualität, in der wir es machen dürfen. Danke, danke, danke. Wenn dir das was gebracht hat heute, wenn du von der Oase was mitnimmst, dann möchte ich dich bitten, auch etwas zurückzugeben. Wirklich großzügig zu sein, uns zu unterstützen. Auch jetzt in den Sommermonaten ist es vielleicht nicht ganz so leicht wie unter dem Jahr, wo viele Menschen weg sind, unterwegs sind, auf Urlaub sind. Ja, wir brauchen deine Unterstützung und ich möchte dich wirklich ermutigen, uns etwas zurückzugeben von dem, was Gott dir gegeben hat. Und außerdem geben wir nicht einem Menschen, sondern wir geben unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus. Und im Namen Jesus möchte ich wirklich Danke sagen. Wenn du uns unterstützen möchtest, wir blenden jetzt die Möglichkeiten ein. Es gibt natürlich das Bankkonto. Du kannst natürlich auch über die Webseite ganz sicher geben. Da gibt es einen Button, der heißt Geben. Du kannst über alle Kreditkarten, alle PayPal, all diese Sachen gibt es, wo du uns unterstützen kannst. Danke dafür. Ich möchte auch ankündigen, dass der Mittwoch 19.30 Uhr, wie gehabt, jeden Mittwoch weitergeht mit Leadership-Lektionen den ganzen Sommer durch. Aber vor Ort, also hier in Wien-Vösendorf, ist die Oase mittwochs zu. Also für Präsenzgottesdienst ist der Mittwoch zu, sondern Mittwoch bis September nur online. Sonntag sind wir immer offen. Immer. Sagen wir immer. Immer. Das heißt, egal wie das Wetter draußen ist, egal ob heiß oder kalt, wir haben übrigens Klimaanlage hier, die es wirklich angenehm macht. Sonntag sind wir offen, du darfst kommen, wir freuen uns über dein Kommen. Sonntag Präsenzgottesdienst und natürlich auch online wie gehabt um 12.30 Uhr dann, also 10.30 Uhr, 12.30 Uhr, 14.30 Uhr, 16.30 Uhr, 18.30 Uhr, 20.30 Uhr. Jeden Sonntag kannst du deinen Gottesdienst live verfolgen im Livestream. Okay,
Das ist ganz wichtig. Mittwoch zu, Sonntag offen, Livestream immer. Was ist noch wichtig anzukündigen? Wir fahren wir fliegen im Oktober in die Türkei, vom 10. bis 21. Oktober, wenn du uns da begleiten möchtest. Wir nehmen eine kleine Gruppe von Menschen mit. Wir haben noch Platz jetzt zur Stunde, gibt es noch einige Plätze. Wir besuchen all die Gemeinden der Offenbarung, Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Laodicea, Sardes, Philadelphia. Wir werden in Kolossee sein, wir werden in Hierapolis sein, wir werden in Troas und Assos sein, in Miletus sein. Dort, wo auch Paulus auf seiner zweiten und dritten Missionsreise gewesen ist. Wir werden wirklich Dinge sehen, die die Bibel lebendig macht für dich. Also ich liebe Israel, aber seit ich dort in der Türkei war, liebe ich die Türkei. Diese biblischen Sites liebe ich unglaublich. Ich habe so Sehnsucht, wieder hinzufahren, hinzufliegen. Und wenn du im Oktober mitfliegen möchtest, sei dabei. Okay, ansonsten, wenn du uns brauchst, wenn du Unterstützung brauchst jetzt im Sommer, dann schreib uns bitte ein E-Mail auf kontakt@oasechurch.tv. Wenn du ein Problem hast, wenn du ein Anliegen hast, wenn du Gebet brauchst. Natürlich kannst du auch deine Gebetsanliegen, wenn sie öffentlich sein dürfen, in die Live-Chats hineinschreiben. Aber wenn du ein diskretes Anliegen hast, schreib uns auf kontakt@oasechurch.tv. Du kannst uns wirklich alles schreiben. Es bleibt bei uns, es ist diskret. Wann du Hilfe brauchst, wenn du Not hast, und wir leiten das an die dementsprechende Person in der Oase Church weiter und du bekommst einen persönlichen Anruf oder wenn du nur E-Mail möchtest, dann schreiben wir dir einfach zurück. Du kannst auch deine Telefonnummer angeben, wir rufen dich verlässlich an und schauen, wo wir dich unterstützen können. Im Gebet und wenn möglich auch mit Rat und Tat. Okay, ich glaube, das sind die wichtigsten Ankündigungen für den Sommer. Wir werden im September einen gewaltigen Neustart hinlegen. Ich nehme das Wort Neustart nicht so gern in den Mund, weil wir nie aufgehört haben. Aber im September, und ich spüre das ganz stark, werden unsere Besucherzahlen vor Ort auch wieder hinaufgehen. Wir werden wirklich eine Art Reset machen auch das Bibelstudium geht wieder los im September, Sonntag 10.30 Uhr, hoffentlich im vollen Haus. Und wenn du was brauchst, schreib uns, wenn du Fragen hast, wenn dir was am Herzen ist, schreib uns einfach kontakt@oasechurch.tv. Ich freue mich auf Sonntag oder nächsten Mittwoch. Alles Gute.